Der Plan ist, einen Kamin zu bauen ohne Feuer, aber so echt, dass meine Freunde Buchenholzscheite nachlegen würden. Nach dem Studieren einiger Pläne und speziell Kamineinfassungen habe ich nun genug Ideen, um das Projekt zu beginnen. Die Hauptstruktur wird aus zwei Balken hier bestehen, die aus Brettern zusammengesetzt werden und einem Querbalken, der etwas nach hinten versetzt wird. Plus dann diverse Friese, die am Schluss drankommen. Damit zuständig wird eine Heizplatte sein und ein Feuerimitat mit glühenden Scheiten und einem Gebläse, das sich zuschalten lässt, das natürlich nicht sehr authentisch wirkt. Und hier sieht man den groben Plan, also die Pfeiler. Eine Rückenplatte, die hier schon zugeschnitten ist und zu sehen ist, mit den Halterungen für eine Infrarot-Heizplatte, 60x80, die da nach hinten drankommt. Im Vordergrund das Feuer, und damit das Feuer nicht ganz so kitschig wirkt, haben wir ein Schmiedeeisen als Gitter gekauft, noch beim Altwarenhändler, das davor gehängt wird und quasi die Sicht auf das Feuer an sich etwas verschleiert. Von der Seite sieht das dann so aus, und in den Säulen wird zumindest auf einer Seite eine Klappe eingebaut, verdeckt, die man nicht sieht, wo dann drinnen die Elektrik steckt, damit sich das schnell ein- und ausschalten lassen, ausschalten kann. Damit man das schnell ein- und ausschalten kann. Hier nochmal von oben, da vorne das Gitter, das ist das Feuerimitat von Klarstein, und hinten die Heizplatte von Klarstein mit den Befestigungsklammern, die eben hier schon zu sehen sind. Das alles wird auf die Rückwand montiert, und dann kommen diese Seitenteile und oben ganz am Schluss hier noch eine Deckplatte sowie ein Bluetooth-Lautsprecher, den ich eventuell hier unten einbaue, ist noch nicht ganz sicher, der da das Knistern erzeugt. Denn ohne Knistern, ohne Sound, ist das Feuer nicht echt. Das ist dann eben das Heizelement von Klarstein, das sich hier einschalten lässt, und man kann es einfach nur einschalten und die Heizungen dazuschalten oder das Gebläse dazuschalten. Das heißt, es kommt dann unten warme Luft raus, ist nicht sehr authentisch, deswegen die Heizplatte im Hintergrund, und das ist der Einlass für das Heizelement, und dieser Einlass wird unter die Heizplatte geschoben. Das heißt, die Heizplatte kommt hier raus. Das heißt, die zwei Zacken werde ich abschneiden, damit die Tiefe des Kamins nicht überbordend wird. Weil normalerweise steckt ja der Kamin zur Hälfte in der Wand drinnen. Und das kann ich natürlich nicht simulieren, deswegen kommt hier eben da vorne noch das Gitter dann hin, um das ein bisschen zu verdecken, sodass das Feuer durchschimmert. Hinten züngeln die Flammen, die werden auf die Heizplatte projiziert. Und ich hoffe, das funktioniert dann so, dass die Illusion halbwegs authentisch ist. Was ist die Idee hinter dem Kaminprojekt? Also zuerst einmal haben wir eine Ölzentralheizung und kein wirkliches Backup. Und wie alle Lemminge kann man jetzt hergehen und Holz kaufen und Gas kaufen, was nicht viel nützt, weil wir einfach keinen Kamin haben und keinen überflüssigen Schornstein, der frei wäre, um einen Kachelofen oder sonstigen Ofen anzuschließen. Ergo war die Idee, einen Heizlüfter zu kaufen. Die sind allerdings alle extrem hässlich und brauchen viel Energie und erzeugen trockene Luft und wirbeln Staub auf. Das heißt, das ist keine gute Wärme. Die andere Idee war einfach, einen Raum zu heizen in der Übergangszeit, wie das früher eigentlich ständig gemacht wurde. Also die Schlafzimmer wurden nicht geheizt, die Arbeitsräume teilweise auch nicht. Und eigentlich nur die Stube war geheizt. Was vergleichsweise wenig Energie braucht. Ergo habe ich dann eine 500 Watt Infrarot-Heizplatte bestellt von Klarstein, die man in die Wand montiert, die auch nicht sonderlich hässlich ist, aber da war eben noch trotzdem der alte Traum, mal einen offenen Kamin zu haben. Das ist jetzt diese Heizplatte von Klarstein, die, man kann es wahrscheinlich nicht so gut sehen, quasi wie ein Stein wirkt, eine Steinplatte. Ist auch, glaube ich, Keramik und hat hier oben eben die Ein- und Ausschalter. Kann man die Temperatur verstellen, und es hat auch einen Temperatursensor, wo sich das dann ausschaltet. Das heißt, diese Platte wird dann so montiert, dass quasi oben am Kamin ein Deckel aufgeht, wo ich dann reinlangen kann und die einschalten kann, beziehungsweise eine Steckerleiste mit einem Ein- und Ausschalteknopf, wo ich dann
sowohl die Heizplatte als auch das Flackern des Feuers und den Bluetooth-Lautsprecher gemeinsam ein- und ausschalten kann, indem die einfach alle eingeschaltet bleiben und nur die Steckerleiste betätigt wird. Ja, von der Heizplatte war dann die Idee nicht weit eben zum Kamin und die Heizplatte in einen Kamin zu integrieren, was, denke ich, relativ gut geht, sofern die Heizplatte nicht zu weit hinten im Kamin ist, weil die strahlt ja nur nach vorne weg. Das heißt, wenn die Seitenwangen des Kamins relativ prominent sind, dann hat man einen toten Winkel quasi, wenn man links oder rechts auf dem Sofa sitzt. Weshalb ich versuche eben die Seitenwangen relativ wenig tief zu halten. Also wenn man sich hier anschaut, die Seitenwangen sind definiert durch das Kamingitter, das ist 1,5 cm, durch die 25 cm Tiefe dieses Moduls hier, wobei ich eben diese Tiefe hier abziehen werde, weil quasi die Heizplatte mit der Halterung ziemlich genau diese Breite hat und der Lüfter sozusagen dann Luft ansaugt von hinter dem Kamin, das wird ein enger Spalt zwischen Wand und Kaminrückplatte sein und quasi dann die kalte Luft hier angesogen werden kann. Also das heißt, das sollte ausreichen. Das Ganze wird dann halt so platziert auf der Rückwand und oberhalb kommt dann die Heizplatte hin. Wenn man sich jetzt anschaut, ist hier hinten die Heizplatte, dann werde ich seitlich zwei so Schrägen aus Kupferblech machen, die quasi nochmal die Wärmestrahlung so raus projizieren. Also wie das bei echten Kaminen auch der Fall ist, die sind meistens konkav geformt, um eben die Strahlungsenergie in alle Richtungen des Raumes hinaus zu verteilen. Aber eben wichtig ist, dass diese Tiefe halt nicht zu groß wird. Und gleichzeitig aber eine gewisse Tiefe besteht, weil sonst die Illusion von einem echten Kamin nicht vorhanden ist. Was vielleicht noch ein Punkt sein wird, dass ich hier diesen Balken oben hinten nicht ganz an die Rückplatte anbaue, so dass die Illusion besteht, wenn man von schräg unten schaut, als wäre da wirklich ein Rauchabzug. Ne? Aber das ist eher sekundär. Also eine gewisse Tiefe braucht das Ding, zu große Tiefe und die Heizplatte, die Infrarotheizplatte, die ja nur strahlt und nicht die Luft erwärmen sollte, würde sonst nicht mehr gut funktionieren. Verbunden wird das Ganze mit Flachdübeln und wir schneiden jetzt die Schlitze und stecken das dann probeweise zusammen, um zu sehen, ob das überhaupt auch gut passt. Das sind jetzt die Fächer für die Korpusse seitlich, die dann mit einer Klappe vorn geöffnet werden können. Probeweise zusammengesteckt. Innen ist das Brett nicht abgeschliffen. Das mache ich eventuell noch, aber es ist eben auf der Innenseite des Faches. Die Verbindungen mache ich ziemlich gerne mit Lamellos. Das ist eine sehr saubere Methode. Das Gerät hier von Makita ist relativ günstig. Und man kann die Holzteile besser aneinander ausrichten und auch probeweise zusammenstecken, was ziemlich gut ist, um Fehler zu erkennen, bevor man sie dann verleimt. Der andere Vorteil ist natürlich, wenn ich jetzt diese Holzteile verleime und mit Holzverbindungen allein befestige, statt mit Schrauben und Nägeln, ist, dass ich im Extremfall meinen Kamin dann auseinanderschneiden und verbrennen kann, wenn es wirklich sehr kalt wird und der Strom ausfällt. Der Punkt ist einfach, Nägel und Schrauben haben in Möbeln nicht wirklich etwas verloren und es ist nicht so schwierig, sie zu ersetzen mit Holzverbindungen. Eben deswegen Lamellos ist ziemlich günstig, eine andere Geschichte. Wären sonst noch die, wo haben wir sie, Dominos? Habe ich grundsätzlich auch, aber die sind eher für dickere Holzverbindungen. Und die Maschine ist auch deutlich teurer. Also das lohnt sich nicht unbedingt. Punkt bei Lamellos ist einfach, dass es wie ein Lego-Puzzle wird. Ich kann alle Teile vorbereiten, abschleifen, sogar teilweise schon streichen und Kabeldurchführungen etc. vorbereiten. Dann stecke ich alles einmal zusammen, probiere, ob es wirklich passt und dann wird es verleimt, schrittweise wie Lego quasi.